Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Expeditions Rome. Und ja, während der Sektoreroberung, die ich für euch vorbereitet habe, weil das doch relativ langweilig ist, wenn ich hier einen Sektor nach dem anderen ohne irgendwie großartige Gegenwehr einnehme, wollte ich gerade vorbereiten und auf dem Weg wurden wir von Vixi-Attentätern abgefangen. Und ja, jetzt müssen wir uns verteidigen. Das Gute ist, dass wir mit Ausnahme von zwei Gefährten doch eigentlich ganz gut ausgestattet sind. Wir haben zwar keinen Fernkämpfer dabei, aber ich denke, für diese kleinen Wixis sollte das... Oh, die habe ich übersehen. Sollte das eigentlich ausreichend sein? Okay, aber sie werfen auf jeden Fall Dolche. Das ist, ja... Acht müssen getötet werden. Sollten wir hinkriegen. Wobei das schon schwierig ist, wenn die uns hier die Dolche in den Rücken schmeißen. Rein mit uns. Information. Roma Invicta. Ja, na, Roma Invicta in dem Fall nicht, ne? Okay. Müssen wir einen Haufen Verräter umbringen. Kriegen wir hin. So. Betrifft mehrere Ziele, ne? So, hier schleudern wir erstmal die Rüstung weg. So, können wir ihn erstmal nochmal vorbewegen hier, dass er vielleicht hier auch nochmal irgendwo reinschmeißt. So, lass mal schauen. Wir nehmen zuerst mal ihn. Hier runter und hier. So, das haut erstmal gut rein. So, dann gehen wir hier runter und werden ihn nochmal quälen. So, das geht auf die Moral, Freunde. Das geht auf die Moral. So, was können wir hier machen? Betrifft mehrere Ziele, ne? Ja, das ist jetzt blöd. Hier vielleicht mit ihm noch, ne? Superb. Können wir mit ihm noch? Gut, darf der gute Keso auch nochmal, dass ihm nicht so langweilig wird. Und dich hatten wir ja noch gar nicht. So. Hätten wir erstmal gut aussortiert nach der ersten Runde. Er lebt nur noch der hier. Dann drehen wir mal kurz die Kamera. Und zwei müssen noch getötet werden. Ja, das sollte eigentlich eine Kleinigkeit sein. Stillhalten bei Jupiter. Bin ich mal gespannt. Ach, die werfen auch schon wieder. Einer ist übrig. Das war einfach.
Ja, das war wirklich einfach, das stimmt. Da hat er recht. So, gehen wir mal hier hin. Müsste eigentlich schon fast ausreichend sein. Wir können nicht gewinnen. Hauen wir ab. Ja, dann haut doch mal ab. Hier, ne? Ihr kleinen, gemeinen. Ich hab fast gesagt Wixies, ne? Also, wir müssen da hinten hin. Ist das hier in der Höhle oder wo ist da drin? Ah ja, hier. Eine Fellkapuze. Schön. Dass man nicht alles so finden kann mitten in Gallien. Mitten in der Nacht. Wenn man angegriffen wird. Auf der Straße. Dinge gibt's. Die gibt's gar nicht. So, jetzt haben wir wieder einiges, was wir auffrischen müssen. Sollten wir nämlich mal ganz kurz wieder zurück ins Lager. Wir wollten aber in der Zwischenzeit einfach nochmal schauen, was wir denn hier Schönes haben. Was ist denn hier? Also ich glaube, hier gibt es einfach auch nichts. So, Feinde rücken an. Ja. So, wo rücken die Feinde denn schon wieder an? Hier rücken die Feinde an. Da wird man die Legion dahin schicken. Dann können wir nämlich. Voilà, da hinten wollte ich ja gar nicht hin. Da können wir nämlich mal ganz zurück, ganz kurz zurück hier ins Lager und uns die Aufträge unseres guten, nicht Primus, Nasus Numero 1 abholen. Genau, die Befriedung. Primus Pilus, das war's, was ich gesucht habe. Primus Pilus, die Nase Nummer Uno. So. Haben wir auf jeden Fall Leine, damit können wir theoretisch gesehen die nächste Flagge bauen. Ihr seht ja, wir haben schon wieder einiges an Zeug erbeutet. Da müssen wir da auch mal zwischendrin schauen, was sich davon lohnt, was nicht. Und aufgestiegen sind wir auch schon. Er ist aufgestiegen. So, kriegt kritischen Schaden. Und sonst ist keiner aufgestiegen. Den Rest ignorieren. Müssen wir uns nochmal nur ein bisschen schneller bewegen. Wir hier alles auffrischen können, ganz kurz. So, wir das hier noch auffrischen. Feldzeichen des Mars noch auffrischen, das noch auffrischen. So, das war's. Das können wir einfach so auffrischen. Ja, lass uns das auch so auffrischen. Und das frischen wir so nicht auf. Können wir hier nochmal alles abholen, ganz kurz. Und während wir dann unterwegs sind, werden wir dich wieder da reinpacken. Nee, er bleibt da. Du kriegst den Job. Und alle anderen sind super happy. Und Verbesserungen waren ja auch noch da, ne? So, das ist das Superbad. Können wir hier ein Krankenhaus bauen. Und die letzten beiden Sachen kriegen wir auch noch in Kürze zusammen. So, ihr seht, Stufe 3. Legionsmannstärke plus Plünderung. Das ist ein Deal. Immer. Nehmen wir Plünderungsreichweite 15 bis 30, 10 bis 20 und dazu, ja? Also die Sachen lohnen sich. Vermiedene Verletzung, zurückgekehrte Legionari Risiko für Centurions, ja, nehmen wir das auch noch mit. Dann lohnt sich's wirklich. Genau, und jetzt habe ich aber ganz vergessen, mit der Primus, hier mit dem Primus Pilus zu sprechen. Eieiei. Na dann, hopp. Können theoretisch gesehen wahrscheinlich auch schon wieder die Hälfte unserer Nahrungsmittel verkaufen gegen Gold. Oder Dinar in dem Fall. Ave legate. Können wir auch noch machen und die beiden Legionen nochmal auffrischen gegen ein bisschen Knete.
bin auch fast da hier noch ein paar neue. So, wartet mal. Wir verkaufen ein paar Rationen. Wie viel verkaufen wir denn? Nee, so kann man nicht verkaufen. So, komm, wir verkaufen hier 200 davon. 500, ne? So machen wir das. 19.000. Ich weiß nicht, was ich mit der ganzen Knete anfangen soll. Zu euren. So, frischen wir die mal wieder auf. Dann frischen wir die mal wieder auf. Diensten. Wäre das auch schon wieder erledigt? Jetzt die Frage, wer ist denn er und warum sieht das so lustig aus? Ich habe eine Liste mit den nötigen Materialien. Ja, verlassen. Falls ihr mal einen Moment. Müssen wir noch ein bisschen was machen? Wir dürfen noch nicht vergessen, unsere restlichen Nebenquests und Hauptquests natürlich noch zu machen. Aber in erster Linie dachte ich mir, erobern wir doch einfach mal alles. So, das müssen wir machen. Müssen wir auf jeden Fall hier hin. So, gehen wir mal direkt hin. Keine Pilze pflücken. Ja. So, wir nehmen dich. Und dann nehmen wir dich. Und dann nehmen wir dich. Ich. Dich. Und ja, dann nehmen wir noch dich mit. Wird sicher lustig. Bin ich mal gespannt, wie viele wir jetzt wieder umbringen müssen. Wahrscheinlich steht wieder dran, merzt alle Feinde aus und wir gehen wahrscheinlich wieder alle komplett drauf. Verehrte römische Gäste, willkommen in unserer heiligen Ritualstätte. Ich bin überrascht, dass ihr gekommen seid. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr unsere Herausforderung annehmt. Die Regeln für unsere Prüfung wurden einst von den Göttern überliefert. Ihr müsst dreimal antreten. Jeder eurer Kämpfe ist einem der drei gewidmet. Denkt daran, niemand darf heute hier sterben. Lasst uns den ersten Kampf beginnen, im Namen von Tutatis. Besiegt die ersten drei Gruppen an gallischen Kriegern, okay. Und keiner darf sterben. Okay. Ja, dann. Wird schon werden, oder? Das war nicht so intelligent. Auf einmal so still, hä? Hatte er eigentlich gehofft, dass das ein bisschen besser läuft, aber nein. Okay, da komme ich wohl nicht durch, ne? So komme ich aber durch. Oh, und dann darf ich mich nicht mehr bewegen. Oh, verdammt. Den habe ich so nicht geplant. So, kann ich noch irgendwas machen? Ja, ihn kann ich noch piesacken. Kollegen mit Schild hätte ich lieber vorne stehen lassen sollen. Leicht. War nicht so schlau. Ein wenig Hilfe? Euch geht es größtenteils gut. Zurück in den Kampf mit euch. So.
Lief nicht so wie geplant. Tutates sicher verdient. Nun wechselt die Plätze und bereitet euch auf die Prüfung von Taranis vor. Auch hier gilt wieder, dass ihr als Herausgeforderter den ersten Schlag führen müsst. Na gut, dann nochmal von vorne. Wird ja richtig lustig. So, wir gehen mal, alles was ein Schild hat, geht nach vorne. Ja, sollen wir hier erstmal. Ach komm, wir fangen einfach direkt an. Bis 12, ja. So, jetzt müssen wir hier ganz kurz schauen. So, noch ein Problem weniger. So. Nein! Verdammt. So, und da komme ich jetzt leider nicht mehr hin, ne? Bin ich blöd. Ja, ihn würde ich gerne da rauslassen. Nicht ein Volltreffer. Zeit zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht, wo er hin verschwinden will, aber. Okay. Einer ist übrig. Und da ist er auch schon. Beeindruckend. Und unser Herr des Donners ist sicher auch beeindruckt. Aber seid ihr bereit, euch auch der letzten Prüfung zu stellen? Tja, Freunde, an der Stelle haben wir dann auch wirklich mal unseren ersten Live-Absturz während der Aufnahme. Da hat sich, wie ihr sehen könnt, die Unreal Engine selbst zerlegt. Tja, dann starten wir das Spiel nochmal direkt neu. Ich lasse das auch drin, damit ihr das sehen könnt. Also den Aufhänger, den wir in der letzten oder in der vorletzten Folge hatten, plus das hier, das ist neu. Das ist wirklich neu. Das hatten wir so noch nicht. So, bin hier mal gespannt, wo er zuletzt gespeichert hat, was uns jetzt fehlt. Super ärgerlich. Finde ich super, super ärgerlich. Oh, aber wir starten direkt wieder drin. Und zwar genau da, wo wir aufgehört haben. Ja, perfekt.
Wissen wir zumindest schon mal, wie es weitergeht. Na dann. Kann jetzt sein, dass es ein bisschen anders aussieht. Uns fehlen so ein bisschen die Bodentexturen, oder? Sah ein bisschen so aus. So. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Ja, wir können es probieren. Zumindest der erklärte Plan. So, dann gehen wir hier wieder eins nach vorne. Und schauen einfach mal, welche Reichweite haben wir denn mit ihm eigentlich noch? Gar keine. Ist natürlich suboptimal. Ja, mit ihm kommen wir jetzt eigentlich nirgends mehr hin, das ist richtig blöd, aber naja, sei es drum. Sparen wir uns noch auf. Und ja. Dann sind wir schon mal fertig mit dem ersten Angriff. Es dürfte relativ schnell erledigt sein. Und dann geht es weiter in Runde 3. Einer ist übrig. Ja, nur noch einer ein. Einer. Beeindruckend. Und unser Herr des Donners ist sicher auch beeindruckt. Aber seid ihr bereit, euch auch der letzten Prüfung zu stellen? Diesmal müsst ihr mir gegenübertreten, zu Ehren von Esus. Und da Esus niemals zögert, werden ich und meine Krieger dieses Mal den ersten Schlag ausführen. Ja, wenn du meinst. Aber Aufstellung darf ich trotzdem noch nehmen. So. Sind alle noch richtig schön beisammen? Ja, passt. Und alles wackelt. Und zwei sind betäubt. Ja, wir sind mobilisiert. Das hat wehgetan, oder? So.
nächste kaputt. Es ist nur noch einer übrig. Ja, das wird ihr weniger gefallen, aber naja. Sorry. Ihr habt meine Erwartungen übertroffen, Römer. Die Druiden werden sehr zufrieden damit sein, wie ihr euch heute an diesem Ort verhalten habt. Ja, wenn dem so ist. Richtet aus, dass ihr unsere Unterstützung verdient habt. Ja, da freue ich mich aber richtig. Vor allem, dass das Spiel auch hier zwischengespeichert hat, sodass wir das nicht verloren haben, trotz dem Absturz. Da bin ich sehr, sehr froh. Das wäre nämlich richtig traurig gewesen. So, damit hätten wir den Sektor erobert. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Können wir hier die Legio Victrix erstmal rumschicken. So, einmal eingenommen. Einmal in die Richtung. Und jetzt nochmal hier hoch. So, jetzt müssen wir unten erstmal verteidigen. Das hatte ich ganz vergessen. Dürfte allerdings auch ein, ja, eine Kleinigkeit sein, wie ihr sehen könnt. So, Problem ebenfalls gelöst. Legio Victrix einmal hoch. Und dann werden wir hier auch noch schnell. So, Spieleraggressivität, ja. Legionsmoral 5, ja. Haben wir das? Einmal gänzlich vernichtet. Ihr seht, das ist, also, muss ich mal da ehrlich sein, also dieses, es ist ja ganz nett, wie es gemacht ist, ne? Aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Also, es ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, ja. Das ist jetzt der absolute Hammer, an, Moment, Fischen. Ja, Fischen und Wasservorräte auffüllen, ne? Das ist jetzt nicht der absolute Hammer an unglaublichem, ich sag jetzt mal, ja, Spielprinzip, der mich jetzt hier so super flasht. Weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Ihr seht's, also wir haben jetzt hier alles eingenommen und ja, jetzt nehmen wir gleich den letzten Sektor ein. Oh, ich habe ein neues, deutlich vielversprechenderes Rezept entwickelt. Kann ich euch vielleicht... Nein, behalte deinen Fraß. Das letzte Mal, wo wir es von dir probiert haben, sind wir danach im Lazarett gelandet. Das muss nicht sein. So, jetzt betreten wir mal ganz kurz hier das Lager und schauen mal, was der Primus Pilus für uns auf Lager hat. Wir müssen ja das Gebiet ja auch ebenfalls noch befrieden. Und dann haben wir auch schon alle 9 Sektoren in Gallien. Ihr seht, das ist relativ easy gewesen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wir... Ja, wahrscheinlich auch die letzten ein, zwei Verbesserungen hier. So, was fehlt uns noch? Eine Gerberei. Ja, die sollten wir dann auch in Kürze drin haben. Oder war es das? Na, dann haben wir Gallien fertig. Dann müssen wir uns nur noch um die Quests kümmern. Und ich glaube, es gibt in dem Spiel nur 3 Akte. Ave Legate. Und ich glaube, der letzte Akt führt uns dann wieder zurück nach Rom. Also von daher wird das dann nicht ja die Welt dessen, was wir hier noch zu tun haben. An der Stelle machen wir mal ganz kurz einen Break. Ich werde hier alles auffüllen, werde schauen, dass wir hier fröhlich starten können
in den letzten Teil der Sektoreroberung in Gallien und dann widmen wir uns, meine Freunde, den Neben- und Hauptquests, die wir noch offen haben. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn das so ist, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, macht's gut.